Und weiter geht's mit den Herausforderungen. Wir beginnen mit dem nächsten Durchlauf. Und zwar mit dem Scrap General, mit Deathstrike. Den Namen konnte ich mir jetzt mal merken. Wir machen natürlich auf hart. Wie gesagt, Medium war jetzt dann doch zu leicht. Es war tatsächlich so, dass Drax der stärkste General war, wie es aussieht. Obwohl, ja, das Miezekätzchen, die Tigerin, hatte doch auch einiges drauf. Aber ganz ehrlich, wir schaffen das schon auf hart, denke ich mal. Okay, dann machen wir mit General Moma Deathstrike. Dem, ja, dem Schrott- und Aufwertungsgeneral. What? What? Nee. Warum wollen Sie unbedingt untergehen? Ey, man kann's ja auch übertreiben. Als Erste? Oh, nee. Oh, schwer. Ich will nicht. Ich weiß noch nicht mal so richtig, wie ich mit dem Spiel. Ich habe ein paar Übungspartien gemacht, aber das war's. Oh, fuck. Ich ergebe mich. Schade, dass es keinen französischen General hier gibt. Das wäre seine Taktik. Sich besetzen lassen und dann kommen die Amerikaner und befreien ihn. Und besiegen den Gegner. Verdammt, das ist eine Idee. Neuer Mod. Neuer Mod. Der Frankreich-Mod. Warten Sie ab, bevor ich wütend werde. Niemand widersetzt sich dem Pakt. Oh Mann. Ja, und wieder die Grafikbugs. Ich bewerfe dich mit Grafikbugs, bis du überhaupt nichts mehr siehst. Ich habe noch jeden bezwungen. Oh Gott, auf schwer und gleich gegen Leng. Ich wollte mich doch erstmal noch einspielen, Leute. Speichern, speichern, klingelingeling. Also ich würde sagen, wenn wir das jetzt schaffen, dann ist der Rest kein großes Problem mehr, außer vielleicht noch Twax. Twaxilein. Twaxi, Twaxi, Twaxi. Ja, wir sehen auf jeden Fall das hier, unser Herr Deathstrike. Andere Arbeiter hat, die haben so eine Art, ja, so eine Schutzmaske auf. Hübsch, nicht wahr? Das ist der neueste Trend. Ah, und ja, oh, wir müssen dann noch durchgehen, was der so tun kann. So, ein paar mehr. Wir haben jetzt wieder GBA-Style. Das kann echt was werden. So, nah genug dran, würde ich sagen. Den Waffenhändler können wir auch schon mal beginnen. So, Rebell plus Upgrade. Und hier machen wir jetzt eigentlich schon... Hornissen ist... Das machen wir mal ein Tunnelnetzwerk hin. Wir wissen ja, dass hier schnell Infanterie kommt. Obwohl, ich glaube, hier war es ein bisschen anders. Ich bin trotzdem lieber vorsichtig. Und hier, Deathstrike kann solche Raketenstellungen aufbauen. Das ist Luftabwehr. Und diese Rakete one-hittet eigentlich nahezu jedes Flugzeug. Ich glaube bloß so die Helix-Helikopter nicht gleich sofort. Und ja, oh Gott, ich mache einfach mal ein bisschen was. die normalen Standardpanzer, die Skywebs, sind schon verdammt gut. Also ich finde die klasse. Die habe ich sogar schon lieber eingesetzt als die Marauder. Aber die Marauder, ihr merkt ja, es ist der Schrott- und Aufrüstungsgeneral. Und der Marauder-Panzer ist halt eben der Aufrüstungspanzer. Dementsprechend ist der Marauder bei ihm verdammt stark. Der kriegt am Ende auch 3 Geschütze. Aber ich finde die normalen Panzer auch schon irgendwie cool. Die sehen aus wie solche T-90-Panzer irgendwie. Vielleicht sollen es auch welche sein. Und die sind auch stark und können sich weiter aufrüsten. Ja, so viel zum Thema. Ach ja, hier kommt aber voll mit Infanterie. So, du sollst mal bitte hier einnehmen. Das Ding haben wir. Dann würde ich mal gerne noch hier das Hornissennest bauen. Papa Lastata, ihr habt mich richtig verstanden. Verlasst bei euch mal so in etwa hin, oder? Ich glaube, das ist ein Plan. So, Flash-Truppe. Machen wir mal ein paar. Können wir gebrauchen. Und zack, das Ding hat am Ende, der normale Standpanzer hat am Ende 2 Geschütze. Und ich finde dieses Scarabs echt klassisch und alleine wegen dem drehbaren Geschützturm. Das ist so ein Nachteil vom Marauder Tank. Der hat halt keinen drehbaren Geschützturm. Ich mag's, wenn sich's dreht. Stürmt ein Radarwagen könnte ich mal bauen. Ach, das warst du.
Dann gibt es hier noch diesen Kreidpanzer oder Quaid. Das ist so quasi der Toxinpanzer, oder? Irgendwie so war das. Phosphorus Rockets. Okay, war doch was anderes. Aber auf jeden Fall kann man ihn so in etwa verstehen. Dann der Marauderpanzer, den kennen wir. Die SA-11, was war denn das? Das war, glaube ich, ja genau, das Ding verschießt sich auf solche Raketen wie das Ding hier. Also eine super Luftabwehr im Prinzip. Wenn der Gegner keine Laserabwehr hat, aber das hat sie ja nicht. Ist schon nicht schlecht. Was war denn das? Ach nee, ich glaube, das Ding war so. Ich bin gerade echt am Überlegen. Was auf jeden Fall richtig übel ist, ist der Basilisk. Den werden wir uns noch angucken, aber das Ding ist einfach nur pornös. Wenn man so einen Vergleich fassen könnte, könnte man fast sagen, das ist so eine Art Mauspanzer oder so in der Art. Das ist sogar noch härter, das Ding. Ein Airpad können wir mal bauen. Ich glaube, so eine schlechte Idee ist es nicht. Machen wir mal so ein Airpad. Hier kommen die Leute rein. Befestigte Stellungen sind klasse, Phosphorbomben. Ich muss halt gerade so einen Kompromiss eingehen aus, ich erkläre euch einiges zum General und ich muss effektiv spielen. Scrapyard. Ich glaube, das war der Schwarzmarkt von dem werten Herrn. Ja. Sehr schön. Schön ist, dass der Schwarzmarkt auch hin und wieder hier von Scrap General solche Schrottkisten abwirft zum Aufwerten. Wir müssen hier sehr auf Aufwertungen achten. Ja, ich baue mal so ein Ding, weil Luftabwehr wird hier wichtig sein. Oh, passen sogar 6 Leute rein. Skorpion und Marauder, die Antragsgeschosse, das ist eigentlich keine schlechte Idee für später. Und ich möchte mir das Ding angucken. Ich glaube, das war auch so eine Art Artillerie. So eine Art Haubitze. So ähnlich wie die Haubitzen. Na, Haubitze, so ähnlich wie die Haubitzen. Und ja, was kann Moma bauen? Er kann tatsächlich Flugzeuge bauen, die Desert Fly. Die schauen wir uns mal an. Das Ding schießt grundsätzlich mit Maschinengewehren und kann dann später noch so Phosphorbomben abwerfen. Und wir haben auch so einen Helikopter. Das ist an sich ein Transporthelikopter, aber der kann auch mit leichter Bewaffnung versehen werden. Wir brauchen uns ganz viele Schwarzmärkte. Sonst bin ich unglücklich. Und ja, was können wir denn mit ihm machen? Wir können so Phosphorstreik... Phosphorstreik, ja. Das Phosphorstreik gerade, es tut mir leid. Ja, wir können hier Phosphor-Strike machen. Da kommen Flugzeuge und werfen Phosphorbomben ab. Wir können hier so V1-Strike machen, den finde ich auch ganz cool. Natürlich wieder das Geld. Das war, glaube ich... ja, das ist tatsächlich so eine Haubitze. Klasse. Finde ich cool. Macht sich gut hier. Boah, gleich dreifache Beförderung. Ja, das sind so quasi unsere Ersatzhaubitzen. Können wir so sehen. Arbeiterschuhe bitte. Hier können wir echt ein Auto spawnen lassen für Terroristen. Das ist nicht schlecht. German Kill, bessere Sniper-Rifle. Da kann... Was? Was? Da kann Helikopterpiloten raussnipern. Das erinnert mich an meine Battlefield 2-Zeiten. Und bessere Panzerung für alles. Das ist auch klasse. So, noch einmal bitte Schwarzmarkt. Dann könnte ich mich langsam mal an die Superwaffe machen. Das ist die... Nicht die Suizid-Missile, die Soyuz-Missile. Ihr wisst schon, Baum. Die Baum-Missile ist das. Desert Flies. Komm, wir können eigentlich schon mal fast sagen, wir gehen ein bisschen vorwärts mit unserem Panzerlein. Die Dinger sind auch schnell. Fuck. Wir können auch auf jeden Fall sehen, er kann die Basilisk-Panzer machen und Katyushas. Ja, ich mach erstmal. Komm, ich möchte die Basilisken und Katyushas vorstellen. Ich glaube, die buggt wieder ein bisschen. Machen wir mal eine Katyusha. Leute, die. Irgendwie benutzt er sowieso sehr viele Zweite Weltkriegswaffen. Und man merkt es auch schon an den V1-Raketen. Aber ja. Ja, das Ding ist riesig. Guckt euch mal dieses gewaltige Ding an. Das ist harte Arbeit. Das war, können wir nicht in Frieden leben? So wissen, was ich sagen wollte. Egal. Das Ding können wir bestimmt auch aufwerten hier, die Haubitze. Ich muss mal ein bisschen hier. Komm, guck mal, ob du es schaffst. Ohne dass du jetzt in diese Minen reingehen. Jawohl. Doppelgeschütz, geil! Geh bloß raus. Scheiße, der Earthshaker ist schon da. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht.
Ja, das sind Minen. Das wurde mir auch schon gesagt. Mein Pferd war schneller. Das fand ich auch klasse in Spruch. Alter, nein! Boah. Ich möchte nicht, dass der Earthshaker schießt. Wisst ihr, wie weh das tut? Der tut so weh, der Earthshaker. Ich will den nicht haben in meiner Basis. Das ist doof. Soll bloß weggehen, ey. Oh Mist, nee, ich glaube, das ist schlecht. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Hier kriege ich nämlich noch eine zweite Superwaffe hin. Ich glaube, die brauchen wir auch. Komm, machen wir noch die zweite Superwaffe. Let's keep off distance. Klasse. Bumm. Haha, Doppelhaubitzen, das ist so cool. Und, Katjuscha, schieß du mal. Super, nicht wahr? Ich würde sagen, was Artillerie angeht, ist der noch ein Stück härter. So kriegen wir die Bunker gleich am Anfang schon ein bisschen gezähmt. Wenn wir das Kätzchen schon nicht gezähmt kriegen. German Karamell, den können wir gebrauchen. Was haben wir denn da? Flash Troopers 2. Ah, okay, ja, stimmt. Das war diese Spezialfähigkeit. Die muss man bei denen direkt aktivieren. Ach ja, und übrigens, er hat auch Grenadiere. Grenadier-Terrorist. Das sind echt Terroristen, die Granaten. Ich glaube, von denen machen wir mal ein paar. Die finde ich cool irgendwie. Ey, kannst du mal mit dem Scheiß auf. Boah, ich glaube, ich bleib mal ein bisschen hier. Komm, nehmen wir mal hin. Ich krieg die halt nicht rechtzeitig. Oh, ich möchte diesen Shaker nicht haben. Wirklich nicht. Ganz im Ernst. Den kann die Frau behalten. Wisst ihr, was ich mal machen kann? Das sind doch Minen. Wenn ich einen Radarwagen mitnehme, kann ich die doch bestimmt aufdecken. Detonate now. Ich glaube, das drücke ich lieber nicht. Ah, okay, hier können wir machen, Granaten werfen oder dass es sich doch selbst in die Luft sprengt. So, dich können wir ausrüsten mit Gunship Add-on. Jetzt kriegt er... Ah, nee, es war nicht nur so leichte Bewaffnung, es war tatsächlich sogar Raketenbewaffnung, die der Heli bekommt. Ich glaube, damit sind die sogar relativ effektiv. Ja, da sind sie. Die Schufte. Ah, ich glaube, der kann echt nur Lufteinheiten angreifen. So, machen wir die Dinger mal kaputt. Ach, nee. Können wir die gar nicht anschießen? Doch, geht. Blöden Minen, ey. Sind doch doof. Jarman, dein Einsatz. Ah doch, das kann doch auf den Boden schießen. Das ist so eine Art Feelingsgeschütz, Light. Aber ich weiß nicht, ob das besser als ein Feelingsgeschütz ist, aber wie ich das gesehen habe, war das jetzt nicht so viel. Mach den mal weg, ich will den haben. Machst du weg, Jarman! Ich brauch dich! Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. Unsere Basis wird angegriffen! Ach du Scheiße! Nein! Warum? Wir haben einen Krieger verloren. Mehr habe ich nicht. Scheiße, Elis! Das gibt's doch nicht! Jetzt bist du mal endlich tot. Jetzt schieß halt weiter, Junge. Das gibt's doch nicht. Wie gemein. Wie unfassbar gemein. Komm, Katjuscha, schieß mal da rein. Jarman, dein Einsatz. Hier ist was zum Zerschießen. Ich glaube, das sind Pyros. Nee, die sind trotzdem noch One-Hit durch Scharfschützen. Zumindest durch Jarman. Wahrscheinlich waren tatsächlich nur die vom Armored General so gut gepanzert. Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. Yay! Die Beförderung. Schalalalala.
Ich hätte jetzt gern einen, hier vorne einen Basilisk-Panzer. Dankeschön. Wenn möglich mit extra Soße. Wow! Heilige! Geh weg! Alles vermint hier, das ist so gemein. Jetzt gibt's gleich Spaß mit Earthshaker. Wenn wir Earthshaker grillen, fängt die Stimmung an. So, hier bitte Zweitbasis aufbauen. Ich werde es bald nötig haben. Glaubt mir. Oh, oh. Nein, jetzt geht's gleich los. Sie hat's reingesetzt. Und jetzt... Wumms. La 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 la. Der Feind hat unseren Infiltrator gebracht. Ja, fick! Wir haben einen Krieger verloren. Das ist der Basilisk. Guckt ihn euch an. Ist er nicht prächtig? Guck mal, was er kann. Boom. Nee, ich glaube, das haben wir verloren. Wir müssen uns schnell eher auf die Helikopter vorbereiten und eher die Superwaffe bauen. Ihr merkt, sie macht nicht mehr so mega viel Druck, aber sie ist deswegen längst nicht mehr ungefährlich. Sie hat ihre eigene Gefahr jetzt. Sie hat ihre eigene Gefahr. Katjuscha. Brauchen wir die Katjuscha überhaupt? Wir haben doch genug von den normalen. Die Katjuscha machen wir vielleicht später. Aber was ich auf jeden Fall haben will, ist ein Basilisk. Weil ich finde die Artillerie, die normale, schon mehr als gut genug. Können wir nicht in Frieden leben? Kaserne. Der Hammer ist schwer. Ich bin nur ein Bauer. Was wollen Sie von mir? Ich werde arbeiten. Wir sind hier fertig. Tun Sie mir nichts. Ich bin nur ein Bauer. So. Ich werde ein paar Schuhe gehorchen. Waffenhändler können wir auch schon bauen. Wunderbar. Gleich mal daneben, bitte. Ich tue, was ich tun muss. Können wir nicht in Frieden leben? Gehe ja schon. Ich werde sehr wankelmütig. Das ist ganz schön heiß. Funktioniert. Einmal hier, einmal da. Wir wissen, dass hier zuerst Panzer kommen, von daher machen wir hier dieses Hornissennest mal hin. Da sind sowohl drei Raketenschützen drin, wie es gewohnt ist von den Stinger-Stellungen, und dann haben sie noch so einen schönen kleinen Nebelwerfer quasi. Und ich brauche hier oben viel mehr Luftabwehr, ich hab's schon mitgekriegt. Machen wir jetzt schon mal die erste. Ich mache so drei Stück mindestens. Vielleicht sogar noch einen darüber. Plus ein paar Fahrzeuge dazu. Oh, wow, der Panzer dazu. Oh, schon gut, ich werde arbeiten. Wir sind hier fertig. Ich weiß nicht, ich glaube, die Katjuscha hat aber noch eine größere Reichweite als die Hobbitzen. Aber ganz ehrlich, die Hobbitzen reichen mir aus. Das ist einer der Gründe, warum ich froh bin, dass ich sowohl nicht gegen Ironside als und auch nicht gegen Deathstrike antreten muss. Weil beide so mit ihrer hohen Reichweite. Das ist einfach gemein. Es sieht nicht nur aus wie ein Nebelwerfer, es hört sich an wie ein Nebelwerfer. Na, jetzt lass doch mal meinen Jungen. Jetzt hörst du auf, das Ding kaputt zu machen. Wir haben einen Krieger verloren. Das finde ich cool. Denkst du das? Denkst du das etwa wirklich? Ja? Okay. Hier nochmal, obwohl es, glaube ich, gar nicht mal so mega notwendig ist. Ich könnte das Ding auch da hinten aufbauen. Oh, na gut, ich glaube, mit genug von den Teilen sind wir auch glücklich. So, das hätten wir schon mal. Dann brauche ich bald einen Radarwagen. Unsere Saat ist im Land des Feindes gesehen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Junge, passt schon. Dafür brauche ich meinen Palast. Ich muss so schnell es geht tatsächlich die Superwaffe bauen, dass wir die vielleicht abfeuern können, eventuell mit Glück sogar doppelt, bevor sie ihren Earthshaker macht. Ihr habt gesehen, wie gemein das Ding ist. Das deaktiviert alles einfach und macht... Also das Ding hält lange. Ich glaube eine halbe Minute oder so. Kannst du nicht schneller bauen, Junge. Einer reicht eigentlich aus. Ich habe Hunger. AirPad können wir auch erstmal vergessen. Kriege ich ein paar Schuhe?
Wir müssen gleich die Missile hermachen. Die Missile. Einsammeln. Sammeln. Nein! Eins ist weg. Ihr seht, erstes Upgrade, gleich Doppelgeschütz. Verdammte Schlaglöcher. So, fangen wir mal gleich hiermit an. Dann noch gleich ein Schrottplatz daneben. Ich hätte am liebsten eigentlich zwei, aber... eine ist erstmal ein Anfang. Wenn wir dann noch einen V1-Zweig dazu hinbekommen, dürfte das eventuell reichen. Mit Glück. Mit Glück. Kleines bisschen Glück. Habe ich? Nee, Radarwagen habe ich noch nicht in Auftrag gegeben. Stimmt. Schuhe waren ja da drin. Stimmt, ja. Möchte Leang bestimmt auch einkaufen gehen. Wir schießen einfach mal blind rein. Wir treffen bestimmt was. Dachte ich's mir. So, jetzt komm mal näher ran, mein Freund. Bevor wir weitere Gebäude bauen, warte ich mal hier noch. Ich weiß gar nicht mal, was die Superwaffe von hier Deathstrike so besonders gemacht hat, weil so mega fand ich es jetzt, glaube ich, nicht bei der ersten Demonstration. Ich könnte mal langsam auch gucken, dass ich die Helikopterabwehr hier ein bisschen verbessere. Oh, schon gut, ich werde arbeiten. Ja, aber erst nachdem ich noch die zweite das zweite Raketensilo gebaut habe. Wir können im Übrigen auch mal speichern. Und wie gesagt, Deathstrike ist halt einfach ein General. Man merkt es ihm schon ein bisschen an. Er ist viel mehr auf direkte Konfrontation ausgelegt als sonst die GBA-Generäle oder die GBA im Allgemeinen. Die im Hinterhalt agiert. Deathstrike ist sehr auf direkte Konfrontation aus. Und er hat die nötige Feuerkraft dafür, man merkt. Also so ein bisschen mein Stil, wunderbar. So, hier wurde mal ein bisschen gezähmt. Oh, ich kann schon links bauen. Hallo, warum kann ich hier nicht bauen? Ey, kommt schon. Da ging's eben. Irgendwo ging's eben. Jetzt kommt, verschwendet nicht meine Zeit, meine kostbare. Da. Kenn ich. Also Hunger nicht, sondern Hammer schwer und so. Weitere Raketen. So, dann möchte ich bitte meine erste Haubitze haben. Vielleicht mache ich die Katyusha dann doch noch. Weil ich glaube, die Dinger haben eine sehr, sehr gute Reichweite gehabt. Infanterie Aircraft. Na, das sind quasi wirklich Feelingsgeschütze. Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, die sind sogar besser als Feelingsgeschütze. Machen wir auch mal einen. Weil Raketen haben wir jetzt schon genug da. Das Problem ist halt, die haben eine unglaublich langsame Feuerrate. Und er hat noch diese Combat Buggies. Da möchte ich dann auch mal einen machen später. Später. Alles durch einen Scheiß. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wie ist denn das? Da hätte ich dann auch noch meine Vierling hier mit. Und auf jeden Fall, den Basilisk müssen wir auch noch ordentlich einsetzen. Den kann man nämlich auch noch aufrüsten. Das ist das Coole. Das ist so übel. Arbeiterschuhe. Ich habe schon wieder vergessen. So, dreimal Raketen. Ich würde sogar fast noch ein viertes Mal dazu machen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wissen, dass Leon bald ein bisschen ernster kommt. Wunderbar. Wenn es gut geht, kriegt man da auch zwei hin. Ja, das ist halt blöd platziert. Hätte ich das ein bisschen weiter runter machen sollen. Ich hoffe, wir kriegen hier hinten noch ein bisschen was rein. Nein! Noch nee! Hätte es nicht eine Sekunde später sein können? Ist das gemein, ey. Das ist so gemein. Leng, das finde ich nicht toll von dir, wirklich. Kein Stück. Nein. So, machen wir es so. 3 Stück plus 4, Leng. Ich hoffe, das reicht im Grunde. Hallöchen. Du machst erstmal hier Bum-Bum.
Auf jeden Fall kann hier doch, glaube ich, auch Short abgehen. Ja, ich glaube, das ist hier dieses Upgrade, Scavenger Salvage. Da haut er dann hin und wieder einfach noch. Bild, Techniker, Squad. Ne, Quad Cannon. Quad Cannon? Und doch gar keine Quad Cannon. Doch, Quad Cannon Tag. Ja, stimmt. Klassische panzerbrechende Munition halt. Was habe ich denn anderes erwartet? Schrottabwurf wäre eigentlich auch eine klasse Idee. Den bräuchten wir ebenso. Befestigten Strukturen mache ich jetzt auch mal. Dann bräuchte ich Jarman. Auch wenn Helikopter runterschießen kann er ja später noch machen. Das war viel Arbeit. Ich mache erstmal noch so ein bisschen. Möchte auf alles gefasst sein. Ja, das ist ganz schön alt. Und ja. Ich hoffe, ich kriege rechtzeitig meinen V1-Strike noch zusammen. Obwohl ich es fast nicht glaube. Wir haben bis jetzt noch keine einzige Beförderung bekommen. Gut fühlt es mir nicht. Tun Sie mir nicht. Jetzt noch die Stützen. Jetzt noch die Stützen. Was? Ich tue, was ich tun muss. Können wir nicht in Frieden leben? Yay. Repositioning. So, hier hätte ich auch gern auch nochmal eine Raketenstellung. Die Dinger haben nämlich auch eine sehr, sehr schön hohe Reichweite. Warum fährst du eigentlich rückwärts? Oder ist es normal so? Sieht mir so aus, als würde das Ding rückwärts fahren. Ich glaube, das fährt auch rückwärts. Was ist das? Kann ja mal vorkommen. Ja, ist meine Pflicht. Ja, die Dinger sind halt nicht so mega zielgenau, aber ich glaube... Es ist mir egal, es ist dir einfach egal, ja? Kann man nur so ignorant sein. Physische Strukturen haben wir. Ich gern noch die panzerbrechenden Upgrades, dann natürlich noch die Rockets. Ich denke mal, das zählt auch zu den Dingern dazu. Dann natürlich die bessere Panzerung und dann natürlich ja noch das bessere Gewehr für Jarman. Dann würde ich gerne hier nochmal so ein Geschütz bauen und damit hier oben reinbomben. Eventuell reicht es ja bis dahinter. Hast du die endlich mal? Meine Güte. Dann lass es eben. Ist ja okay. Ja, da will wohl ein Gatling-Panzer kommen. Das ist der von vorhin auch. Da kümmert sich Jarman. Wunderbar. Genau, jetzt ist es soweit. Aber diesmal bin ich vorbereitet, Herr. Na, so ganz... Boah, die Helikopter von Längen halten ja auch so viel aus. Das ist unglaublich. Panzerbrechner mit, kam genau rechtzeitig. Ein Grund, warum die Feelingsgeschütze dann doch besser sind, ihr seht's. Feuerrate. Die Dinger schießen einfach viel zu oft falsch. Unsere Atomrakete ist startbereit. Das nennt ihr eine Atomrakete? Das soll eine Atomrakete sein. Wir müssen schnell Generalspunkte holen. Wir müssen mal weiter vorstoßen. Da vorne müssen dann, glaube ich, irgendwo wieder Minen sein. Im Übrigen sehen wir auch viel, viel besser übers Radar, wo Minen sind. Wenn wir ein Radar haben. Ich finde das Radar einfach sowieso klasse. Radar braucht man immer. Jarman, da ist Arbeit für dich. Schieß mal da drauf. Piu. Oh, Vorsicht! Nicht mein Radarwagen. Auch den brauche ich doch. Vorsicht! Was fährst du hier lang? Was fährst du hier lang? Jawohl, das ist die Beförderung, die ich brauchte. Mit Glück reicht's. Jetzt habe ich kein Radar mehr. Wo ist es? Da. V1, 2. Und die Missile. Ich hoffe, das reicht in Verbindung. Ich kann jetzt einfach nur beten. Einfach beten, 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 beten. Starte Atomrakete. Ich würde es jetzt gern auch ein bisschen betrachten. Warum muss jetzt genau mein Radarwagen kaputt gemacht werden?
Bitte, Tempel, geh kaputt. Da kommt ein riesen Artilleriegeschütz raus. Ja, oh Gott, der Gott, gehen dir die FPS in den Keller. Glückwunsch zur Beförderung. Nicht schlecht. Ja, doch, hat doch eine ziemliche Wirkung. Greift in mehreren Wellen an. Alter, Ruckel. Ah, da kommen meine... Oh ne, die können abgeschossen werden. Die können abgeschossen werden. Wir haben einen Krieger verloren. Nein. So viel zu meiner Hoffnung. So viel zu meiner ganzen Hoffnung. Alles kaputt.